Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Ja, ich dachte mir, bevor ich gleich in die Badewanne abtauche, mache ich mal schnell das Video fertig. Nicht wundern, ich habe hier jetzt im Nacken so ein Schmerzpflaster drauf von Voltaren und mein Seitenschläferkissen hinter mir, die 2 Meter riesige Schlange. Super bequem. Kann ich nur empfehlen. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht weiter mit Virginia und ihrem Leben. Ne? Ich habe euch im letzten Video erzählt, dass Jenny da war mit ihrer kleinen Tochter, mit dem Baby und dass Jonathan Virginia ja gebeten hat, wenn er wieder da ist, ihr den Hof machen zu dürfen, wie es damals so genannt wurde. Und er ist jetzt im Westen bei seiner Familie, bei seinen Eltern da auf der Ranch und will seine Rinder verkaufen und eben ein paar Pferde holen hierher, da wo Virginia und ihre Familie und seine Großmutter leben und dann da eine Pferdezucht aufbauen. Das Land hat er ja schon gekauft, die Farm. Ja, und jetzt ist er weg. Jenny ist auch weg mit der kleinen Tochter. Und dann, ja, geht das Leben erstmal weiter. Allmählich fragte sich Virginia, ob Jonathan vielleicht nur ein Produkt ihrer Einbildung war. Entweder das oder er war nach Hause gefahren und hat sich doch noch entschieden, nicht wiederzukommen. Oder Jenny hatte recht gehabt und Jonathan hatte Virginia einfach fallen lassen. Aber nein, schließlich hatte sie seine Briefe, in denen er schrieb, dass er zurückkommen würde und es nicht erwarten könne, wieder bei ihr zu sein. An diesen Gedanken klammerte sich Virginia, wenn sie an ihrem Wandkalender viel zu langsam die Tage abhackte. Sie war froh, dass die Arbeit im Postamt ihr dabei half, die Zeit auszufüllen. Da war da noch die Kirche und ihre Ausflüge zu Clara, bei der sie auf die Kleinen aufpasste und im Garten und Haushalt geholfen hat, also half. Ja, die Briefe, das ist tatsächlich das Einzige, was gerade so bei ihr ein bisschen, ja, die Stimmung noch hält. Ja, und dann die Arbeit, ne? Belinda stand an der Gartentür und winkte, als er eines Tages nach der Arbeit nach Hause gekommen ist. Belinda stand da und winkte ihr aufgeregt zu. Du bist wieder Tante geworden, rief sie ihr entgegen, sobald Virginia in Hörweite war. Wirklich? Fragte Virginia erfreut und beschleunigte ihre Schritte. Wann denn? Gerade kam der Anruf, rief Belinda. Die Kleine wurde heute Morgen gegen 10 geboren. Das ist ja wunderbar. Ihr Bruder Rodney hat ja geheiratet vor einiger Zeit. Er und Grace haben jetzt ihr erstes Kind bekommen, ein Mädchen. Virginia ist zum Mittagessen nach Hause gekommen und dann isst sie schnell und dann gehen sie Clara besuchen und ihr die frohe Nachricht überbringen. Als Virginia am nächsten Morgen zur Arbeit ging, hingen schwere Regenwolken am Himmel. Sieht ganz so aus, als wenn uns eine Woche Dauerregen bevorsteht, brummelte sie vor sich hin. Schon der Gedanke daran war ihr verhasst. Regenschauer waren eine Sache, aber trübes, ungemütliches Wetter war da was anderes. Ja, der Tag verlief, wie sie das erwartet hatte. Es waren ganz viele Kunden da und die haben dann dementsprechend auch immer Dreck reingebracht und das Regenwasser und Virginia musste dann ganz oft nehmen. Den Raum wischen, ne, den Boden wischen und ja, genau. Und dann ist irgendwann mal auch der Tag rüber und dann, ja, man weiß schon nicht mehr, ob man wischen oder schaufeln soll, murmelte sie missmutig. Als sie endlich fertig war, hatte sich am Saum ihres Rockes eine Schlammkruste gebildet und das Wasser im Eimer sah genauso schmutzig aus wie der gefließte Fußboden. Sie schüttete es vor die Tür. Genau, und dann geht sie raus, um nach Hause zu gehen und dann, genau, hier, Moment. Die Hände tief in die Manteltaschen vergraben, ging sie mit gesenktem Kopf gegen den Sturm an und wäre unter der Birke glatt in einer Gestalt hineingelaufen. Hätte eine Hand sie nicht an der Schulter berührt. Erschreckt hob Virginia den Kopf und blieb wie angewurzelt stehen. Ein großer Mann, des hässlichen Wetters wegen in dunkle Kleidung gehüllt, verstellte ihr den Weg. Virginia, Virginia blieb der Atem weg. Träumte sie? Jonathan?
Ich habe auf dich gewartet. Plötzlich kam es nicht mehr darauf an, dass es regnete und dass sie einen dicken Mantel tragen musste. Es konnte regnen, so viel es wollte. Nichts spielte mehr eine Rolle, außer dass er da war. Er war zurückgekommen und hatte auf sie gewartet. »Ach, Jonathan«, rief sie überglücklich. Dann lag sie in seinen Armen und weinte vor Freude in die raue Wolle seiner Jacke hinein. Und ja, dann unterhalten sie sich ein bisschen, gehen auch dann langsam zurück. Genau, und dann erzählt er ihr auch, ja, jetzt hat Regen für ihn eine besondere Bedeutung. Und dann reden sie weiter. Der Regen, der Sturm, die Kälte. Nun, es ist, als würde die Düsterkeit ausdrücken, wie uns während unserer Trennung zumute war. In gewisser Weise hat das Wetter uns wieder zueinander gebracht und uns klargemacht, dass es auf andere Dinge nicht ankommt, solange wir nur zusammen sind. Er griff nach ihrer Hand. Virginia fühlte, wie der Hals eng wurde. Sie fürchtete noch einmal salzige Tränen mit den Regentropfen zu vermischen, die über ihre Wangen liefen. »Virginia, verstehst du, was ich zu sagen versuche?« Sie wollte antworten, doch ihr Hals war wie zugeschnürt. Sie brachte kein Wort heraus und konnte nur nicken. Jonathan blieb stehen und drehte sich so, dass er sie ansehen konnte. Er griff mit der Hand unter ihr zitterndes Kinn, hob ihr Gesicht an und sah ihr fest in die Augen. »Schon bevor ich wegfuhr, wusste ich, dass ich dich liebe. Ich ahnte aber nicht, wie schwer es mir fallen würde, von dir getrennt zu sein. Ich möchte nicht mehr ohne dich sein. Nie mehr.« Er zögerte einen Augenblick und sah ihr forschend ins Gesicht. »Verstehst du mich, Virginia?« Obwohl die Hand noch immer in ihr Kinn hochhielt, brachte Virginia es fertig, mit dem Kopf zu nicken. »Ich liebe dich. Ich möchte dich heiraten. Und vielleicht ist das selbstsüchtig von mir, aber ich möchte nicht länger warten. Es hat schon viel zu lange gedauert. Willst du meine Frau werden?« Der Regen liebkoste ihr Gesicht. Sie blinzelte, schluckte krampfhaft und versuchte, ihre Stimme und ihre Gefühle in die Gewalt zu bekommen. Wie sehr sie sich nach diesen Worten Jonathans gesehnt hat. »Ja«, erwiderte sie. Und obwohl ihr Körper zitterte, war ihre Stimme erstaunlich stark. »Ja. Bald?« »Ja.« Da gab es für sie keinen Zweifel. Ja, ohne große Umstände wurde sie in der kleinen Feier 2 Wochen später an einem Samstag getraut. Virginia konnte nicht anders. Sie musste an das großartige Fest denken, das Rodney und Grace Ehe eingeleitet hat, obwohl deren Hochzeit auch bescheiden gewesen war. Sie lieh sich Claras Brautkleid und war dankbar, dass keine Änderung nötig war. Doch, Moment. Dazu trug sie den Schleier ihrer Mutter und einen Strauß aus dem Garten von Mrs. Withers. Auch die Kirche war mit riesigen Sträußen geschmückt. Mr. Adamson wäre stolz gewesen, hätte er seine Blumen in den Vasen stehen sehen. Ja. Und dann war sie verheiratet. Mrs. Lewis. Virginia Lewis oder Lewis, keine Ahnung. Genau. Und dann geht das Leben erstmal seine Wege quasi, ne, so den normalen Gang. Sie ziehen dann aber bei Mrs. Withers ein, weil das Haus, also die Farmer, der Jonathan gekauft hatte, da ist kein Wohnhaus drauf. Es ist nämlich abgebrannt vor ein paar Jahren. Deswegen war die Farm auch ziemlich günstig zu haben. Und der baut natürlich ein Haus erstmal, bevor sie richtig zusammenleben können da. Und natürlich ist auch sehr wichtig, die Pferdezucht anzufangen, alles dafür fertig zu machen. Und ja, und Virginia geht dann weiterhin arbeiten, damit ja, das Geld, was sie verdient, auch in die Kasse fließen kann, um das Haus zu bauen und ihr gemeinsames Leben aufzubauen. Ja. Als Virginia das kleine Zimmer verließ, das ihr und Jonathan als Schlafzimmer diente, summte sie noch immer vor sich hin. Vor dem Wohnzimmerfenster setzte ein weiterer Regenguss die Welt unter Wasser, doch das konnte ihre Beschwingtheit nichts anhaben. Sie lächelte. Von jetzt an würde der Regen immer angenehme Erinnerungen heraufbeschwören. Schließlich hatte ihr Jonathan im Regen das erste Mal gesagt, dass er sie liebte. Großmutter Withers saß am Küchentisch, die offene Bibel vor sich. Sie lächelte, als Virginia den Raum betrat. »Du liebe Zeit, du siehst ja wie ein strahlender Sommertag aus«, begrüßte sie ihre neue Schwiegerenkelin. »Guten Morgen, Großmama.« Ja, das ist eben erstmal jetzt die ersten Monate ihrer Ehe so, dass sie dann eben mit Großmutter zusammenleben müssen.
Ja, und am Anfang ist es ja alles noch ganz okay. Aber mit der Zeit wird das für Virginia halt immer schwieriger, denn Großmutter übernimmt alles, ne? Also die sind nie alleine erstens und zweitens, die Großmutter macht Frühstück, die Großmutter macht Essen zum Mitnehmen für Jonathan, wenn er morgens wegfährt, die macht Mittagessen, sie macht Abendessen und so weiter und so fort. Und ja, Virginia ist das gar nicht und so recht irgendwann mal. Genau, und sie versucht die dann auch zu betütteln und so weiter, wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, Virginia geht zur Arbeit und ja, vorher musste sie erstmal frühstücken und zwar das, was sie überhaupt nicht mag. Die ist es gewohnt, eigentlich morgens nur Toast zu essen oder so. Die Großmutter hat aber Haferbrei gekocht und den kann Virginia eigentlich überhaupt nicht leiden. Du hast aber nichts zu mitnehmen für die Mittagspause. Wenn ich gefragt sie erstmal, ob sie dann zu Mittag nach Hause kommt. Und Virginia sagt eigentlich ja, immer an anderen Tagen, aber heute nicht. Die hat nämlich geplant, einkaufen zu gehen. Und dann sagt sie, du hast aber nichts zu mitnehmen für die Mittagspause. Wenn ich gewusst hätte, dass du nicht nach Hause kommst, hätte ich deine Brote gleich mitgemacht, als ich die für Jonathan machte. Ist schon gut, Großmama. Bevor ich gehe, hole ich mir einen Apfel aus dem Obstkeller. Ein Apfel ist nicht genug. Du solltest auf deinen Körper achten, Mädchen. Eine Frau muss an später denken. Man kann keine gesunden Kinder kriegen, wenn man selbst nicht gesund ist. Virginia hatte noch nie an Kinder gedacht, noch nicht an Kinder gedacht. Sie merkte, wie sie rot wurde. Ich schneide mir noch ein Stück Käse ab, versprach sie. Nun schien Mrs. Withers beruhigt zu sein. Auf Wiedersehen, Großmama, bis heute Abend. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zu spät. Genau. Die Virginia ist dann einkaufen gegangen nach der Arbeit und dann kommt sie nach Hause. Als Virginia am Haus anlangte, nahm sie als erstes den Geruch frisch gebackenes Brotes wahr. Großmama Wiesers ist fleißig gewesen, murmelte Virginia lächelnd, als sie um die Hausecke zum Hintereingang ging. Genau. Großmutter hat aber nicht nur, das ist so die ersten Tage, ne, nach der Hochzeit. Großmutter war ja nicht nur fleißig gewesen, was Brot angeht, die hat auch noch Abendessen gekocht, obwohl Virginia ja eigentlich geplant hat, Brathähnchen zu machen. Sie hat extra Hähnchen gekauft und so weiter und so fort. Ne, und dann, du hast eingekauft? Fragt die Großmutter. Virginia nickte wieder. Das ist gut. Du kannst einkaufen und ich koche. Das passt wunderbar. Wieder nickte Virginia. Aber Spaß machte das Einkaufen nicht und man erntete von seinem Mann keine Komplimente dafür, dass man Lebensmitteltüten nach Hause schleppte. Ich habe ein Hühnchen gekauft, sagte sie. Ist in der Eiskiste noch Platz dafür? Sicher kriegen wir es noch irgendwie unter. Jonathan isst gerne Huhn. Besonders geschmort und mit meiner Spezialfüllung. Ich habe ein Brathuhn gekauft. Mrs. Withers dachte einen Augenblick nach, lächelte und tätschelte Virginias Arm. Das macht nichts, Liebes. Beim nächsten Mal weißt du ja dann Bescheid. Ja. Genau, und dann kommt Jonathan nach Hause und die Großmutter erzählt so richtig fröhlich, wir sind uns einig geworden mit Virginia. Hier, Virginia und ich haben bereits ausgemacht, wie wir uns die Arbeit teilen, sagte Mrs. Withers fröhlich. Arbeit teilen? In der Küche. Sie kauft ein und macht den Abwasch und ich übernehme das Kochen. Das ist großartig. Es ist wirklich nicht nötig, dass sie abends noch kochen muss, wenn sie von der Arbeit kommt. Verwöhne sie aber nicht zu sehr. Wir werden uns den Luxus, eine Köchin im Haus zu haben, nicht immer leisten können. Genau. Ja, und so geht es halt weiter. Die Großmutter fragt sie dann, ob Virginia. Moment, Entschuldigung, ich habe gerade gegen die Kamera getreten. Großmutter fragt Virginia, ob sie nähen kann, ob sie stricken kann oder häkeln, weil ja, es kommt Zeit, ne, abends, dass sie dann sich beschäftigen und dann fangen sie an zu häkeln. Und am nächsten Morgen weckt Jonathan Virginia wieder mit einem Abschiedskuss, wieder Brot ist schon fertig gemacht und so weiter und so weiter. Langsam bekamen die Tage eine Art Routine. Jeden Morgen weckte Jonathan eine verschlafene Virginia noch vor Sonnenaufgang, um ihr auf Wiedersehen zu sagen. Später stand sie auf, zog sich für die Arbeit an, wischte nach dem Frühstück das Geschirr ab und brachte das Haus in Ordnung, bevor sie zur Arbeit ging. Ja, Jonathan hat erstmal jetzt auch eine kleine Niederlage einstecken müssen. Einer der Stuten war trächtig und dann hat sie leider das Fohlen verloren.
Aber zum Glück hat sie wenigstens selber überlebt, weil sie ja schon so eine Vergiftung entwickelt hatte. Aber naja, solche Niederlagen gehören auch dazu, wenn man sowas macht, ne? Also mit Tieren arbeiten will und so. Ja, und Virginia wird irgendwie mit der Zeit immer unglücklicher, ne? Jonathan schien dagegen ganz zufrieden zu sein, obgleich er sehr eingespannt war, zu sehr unter Druck stand und zu viel Verantwortung hatte, schien er trotzdem zufrieden zu sein. Wenn er spät abends heimkam, aß er sein aufgewärmtes Abendessen und sah dabei aus, als würde er bereits auf dem Küchenstuhl einschlafen. Und am nächsten Morgen stand er vor dem Hellwerden auf und war bereit, das Ganze erneut zu tun. Manchmal überlegte Virginia flüchtig, ob sie nicht genauso gut ihre Sachen packen und wieder in ihr altes Zimmer ziehen könnte. »Ich wüsste gern, wie lange es dauern würde, bevor man mich vermisst«, dachte sie mit einer Art Galgenhumor. Ja, sie ist unglücklich und deswegen geht sie auch nur noch selten über den Garten zu ihrer Familie, weil sie weiß, dass ihre Mutter ihr sofort das ansehen würde, merken würde, dass es Virginia nicht gut ging. Und irgendwann mal, ja, lädt sie einfach mal die Familie auch mal zum Essen ein und so, und ja, und beim Abendessen reden die Männer, also Jonathan und ihr Vater, eigentlich nur über das Haus, wie Fortschritte jetzt eben sind und so weiter. Als Virginia die Augen öffnete, schien die Sonne bereits und Jonathan zog sich die Stiefel an. Sein nackter Rücken war ihr zugewandt, denn er hatte sein Hemd noch nicht angezogen. Als sie sich aufrichtete und ihr Haar zurückstrich, drehte sich um. »Ich dachte, du schläfst noch«, sagte er und wandte sich ihr zu. »Bis zu dieser Minute habe ich das auch. Du brauchst doch heute nicht arbeiten zu gehen. Ich dachte, du schläfst dich mal aus. Meine Müdigkeit ist verflogen.« Also Jonathan will wieder zur Farm fahren und Virginia bietet ihm an oder fragt ihn, ob sie mitkommen darf. Und da kommt jetzt ihr erster Streit. »Was ist denn?« Jonathan antwortet erstmal nicht. »Was ist denn?« fragte sie ungewiss, ob sie seine Antwort wirklich hören wollte. »Ich dachte, du möchtest, dass die Arbeit fertig wird. Ich kann dir helfen.« Jonathan schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, Virginia, deine Anwesenheit wäre mir ein Hindernis als Hilfe«, antwortete er vorsichtig. Sie sah ihn groß an. »Ein Hindernis? Ich hätte nicht Hindernis sagen sollen, sondern Ablenkung. Ablenkung ist ein besserer Ausdruck. Ich denke einfach, dass ich nicht so viel schaffen werde, wenn du dabei bist. Ich würde mir meinen Gedanken nicht bei der Sache sein. Ich würde nur dauernd an dich denken. Und wenn du mich nicht siehst, denkst du nicht an mich? Natürlich denke ich an dich, aber nicht so, dass deine Arbeit darunter leidet.« Ihre Stimme war plötzlich schrill geworden, was für sie beide ungewohnt war. Er stand auf, steckte sein Hemd in die Hose und zog die Hosenträger über die Schultern. Ich weiß nicht, was du meinst«, begann er sanft. »Bitte versteh mich nicht falsch. Ich habe gemeint, dass du hast genau das gemeint, was du gesagt hast. Du möchtest nicht, dass ich dort bin, weil das eine Störung wäre. Ich habe nichts von einer Störung gesagt. Das war dein Ausdruck. Du hast es aber auch nicht abgestritten.« Ja, Jonathan fährt weg und Virginia ist richtig sauer und traurig, geht in den Garten, macht die Beete sauber, wie die Großmutter auch mal ein paar Tage vorher versprochen hat, und weint dabei die ganze Zeit, ne? Also, und dann denkt sie nach und ja, die Wut, die schlägt in Scham um, ne? Weil sie schämt sich jetzt darüber, dass sie ja so reagiert hat, dass sie eben mit Jonathan jetzt einen Streit hatte. Genau. Virginia wurde davon wach, dass Jonathan sie in die Arme nahm und an sich zog. Sie kuschelte sich an ihn und versuchte, wach zu werden, um sich zu besinnen. »Virginia«, hörte sie seine Stimme dicht an ihrem Ohr, »wir müssen miteinander reden.« »Warum denn?«, fragte sie verschlafen. »Ist alles in Ordnung?« Er nahm sie wieder in die Arme und zog sie zu sich. »Bist du wach?« »Ja, dann sagt er erstmal, okay, schlaf weiter, wir reden morgen. Das, was ich jetzt mit dir besprechen will, worüber wir reden müssen, da müssen wir beide wach sein.« Und da ist sie natürlich plötzlich auch hellwach. Und dann reden sie miteinander. Und dann sagt er, »ich fürchte, ich bin schrecklich sebsüchtig gewesen«, begann er. »Als ich im Westen war, habe ich dich so sehr vermisst, dass ich nie mehr ohne dich sein wollte. Trotzdem war es nicht richtig, dich zu heiraten, bevor das Haus fertig war und ich die Farm in Ordnung hatte. Wir hätten warten sollen. Du hast aber doch gesagt, dass es Monate oder sogar Jahre dauern kann«, warf Virginia ein. »Ja, das erwarte ich jetzt auch noch.
Wir hätten niemals so lange warten können, warten wollen. Er zog sie fest an seine Brust und drückte seine Wange an ihre Stirn. Es dauerte mehrere Minuten, bevor er weitersprach. Ich war mir nicht klar darüber, wie schwer diese Monate mit Großmama für dich waren. Jonathan, deine Großmutter ist nicht das Problem. Ich habe sie lieb, als wenn sie meine eigene wäre. Das Problem ist, dass ich dich nicht sehe, dass ich dich niemals für mich habe, niemals ungestört mit dir alleine bin. Wie soll sich eine Ehe entwickeln können, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, uns gegenseitig kennenzulernen? Wieder schwieg er. Mit dir so zusammen zu sein, reicht für mich im Moment, antwortete er endlich. Nun, mir reicht es nicht. Sie legte beide Hände gegen seine Brust und stemmte sich gegen ihn. Jonathan ließ sie los. Wieder hörte sie ihn aufseufzen, als wäre er in tiefer Not. Was würde dir denn reichen? Wagte er schließlich zu fragen. Seine Stimme war noch immer sanft. Wie ein normales Ehepaar zu leben, das auch mal Zeit zum Reden, Zeit sich aneinander zu erfreuen, Zeit sich um die Bedürfnisse des anderen zu kümmern. Ich darf nicht einmal für dich kochen. Deine Großmutter bereitet dein Frühstück zu, macht dir dein Essen zum Mitnehmen und kocht dein Abendessen. Ich wusste nicht, dass dir Kochen so wichtig ist. Ich bin sehr sicher, Großmama, darum geht es nicht. Aber ich bin einfach keine Ehefrau. Ich bin nur hier, wenn du spätabends endlich nach Hause kommst und wenn ich morgens aufwache, bist du schon wieder gegangen. Virginia, wir haben darüber gesprochen, bevor wir geheiratet haben. Du wusstest es. Ich habe versucht, dir zu erklären, wie es sein würde. Ich dachte, du hättest verstanden. Das dachte ich auch, aber wahrscheinlich hatte ich es doch nicht. Wenigstens nicht wirklich. Ich meine, das sollen nun unsere Flitterwochen sein und wir haben sie verpasst, Jonathan. Völlig verpasst. Völlig? Völlig. Du warst nicht glücklich. Ich war einsam. Das tut mir leid. Ja, die haben miteinander gesprochen, haben sich ausgesprochen, was tatsächlich sehr wichtig war. Dann scherzte er am Ende auch und erstmal fragte sie, kannst du versuchen, irgendwie noch ein paar Monate auszuhalten? Ich werde es müssen. Virginias Stimme schwankte. Wärst du glücklicher, wenn du wieder bei deinen Eltern wohnen würdest? Schon der Gedanke daran ließ Virginia zusammenzucken. Nach Hause zu ziehen, hieße sich geschlagen zu geben, hieße der Welt zu sagen, dass sie es nicht geschafft hatten. Nein, sagte sie mit Nachdruck. Nein, ich möchte nicht nach Hause ziehen. Möchtest du im Stall schlafen? Fragte er neckend. Das wäre verlockend. Er küsste sie zuerst auf die Nase, dann auf die Stirn. Was sollen wir tun? Fragte er mit seinem Mund an ihrem Haar, als er sie an sich zog. Wieder fühlte Virginia, wie ihr die Tränen kamen. Sie konnte nicht sprechen, konnte die wechselnden Gefühle, die in ihr stritten, nicht in Worte kleiden. Sie fühlte Freude und Traurigkeit zugleich. Alles, was sie konnte, war, sich an ihm festzuhalten. Ja, denke mal, an dieser Stelle mache ich für heute Schluss, sonst wird es zu lang. Ja, so ist das geworden, ne? Die haben ganz spontan, plötzlich, ne, innerhalb von 2 Wochen geheiratet und haben natürlich in ihrer Eile nicht so ganz bedacht, wie das Leben sein wird. Ne? Also mit der Großmutter zu leben, oder die hätten auch bei ihren Eltern leben können, müssen. Also auf jeden Fall kein eigenes Zuhause noch und viel, viel, viel zu viel Arbeit, um die Farm und alles aufzubauen. Das war zwar einerseits den beiden klar, aber auch die ganze Tragweite von dem, was so ist, war wohl nicht ganz so, naja, in ihren Köpfen angekommen damals. Die waren nur glücklich, euphorisch und wollten so schnell wie möglich heiraten. Ja, das ist eben so. Ich bin ehrlich gesagt, muss zugeben, bin sehr froh, dass ich nie in meinem Leben, als Erwachsene meine ich, mit meiner Familie, ich meine mit meiner Mutter oder mit meiner Schwester oder mit Dirks Familie leben musste. Ne? Also ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ich musste doch, als ich aus Hamburg mit schwanger damals mit Manuel umgezogen bin, hierher aufs Land, nach Ebsdorf, ist nicht so weit weg, weiß nicht, 25 Kilometer, da musste ich die erste Zeit bei meiner Mutter wohnen. Ich habe im Kinderzimmer mit meiner Schwester im gleichen Zimmer geschlafen, mit meiner Schwester und mit meiner Stiefschwester. Die waren ja noch ganz klein, ne? Katharina war keine 11. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht so ganz meins. Auch die erste Zeit hier in Deutschland, als wir nach Deutschland gekommen sind, musste ich tatsächlich auch mit meiner Familie
zusammenleben und mit meinem damaligen Mann, als er dann auch nach Deutschland gekommen ist, ein paar Monate bei meiner Mutter wohnen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das so schlimm ist oder so, aber ich glaube, dafür bin ich zu eigenständig und zu dickköpfig und zu stur und zu temperamentvoll, um meinen Haushalt mit jemand anderem zu teilen, wo dann halt nicht nur ich das Sagen habe. Ich glaube, auf Dauer wäre es nicht gut gegangen. Obwohl man kann sich wahrscheinlich an alles gewöhnen, ne? Aber nee, ich bin lieber tatsächlich mein eigener Herr. Und deswegen, ich bin echt froh, dass ich nie länger als ein paar Monate mit Familie, also mit nicht meiner direkten Familie, meine Kinder, mein Mann, sondern mit meiner Ursprungsfamilie jetzt so als Erwachsene leben musste. Ich liebe sie alle bedingungslos, aber auch mit meiner Schwester würde ich nicht in einem Haus längere Zeit leben wollen können. Es würde wahrscheinlich irgendwann mal Mord und Totschlag sein hier. Ist leider so. Wir sind uns einfach, ja, wir sind zu unterschiedlich und deswegen, also es würde nicht gut gehen. Ja, hier im Buch geht es auch nicht ganz so gut, ne? Virginia muss einiges einstecken, was ihr Eheleben, ihr frisches Eheleben angeht. Aber ja, es wird besser. Es kommt andere Zeit, aber davon erzähle ich euch im nächsten Video. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich liebe diese Bücher, ihr merkt das, ne? Ich kriege immer wieder Kommentare von euch. Man sieht es dir an, dass es dir so viel Spaß macht und dass du die Bücher liebst, ja. Und ich überlege tatsächlich, dass, was als nächstes kommt, welche Reihe ich euch vorstelle oder welches Buch. Aber ich habe da schon einiges im Kopf. Wir müssen nur noch schnell mit diesen Büchern, mit dieser Reihe fertig werden. Das ist jetzt Buch Nummer 3. Es gibt noch eins und dann sind wir durch. Aber das wird ein bisschen dauern, weil jetzt kommt wirklich so viel zusammen. Ich kann das nicht alles in wenige Videos stopfen, weil es so viele Ereignisse jetzt zusammenkommen in Virginias Leben, dass das ja ein bisschen ausführlicher zu erzählen wäre. Okay, genug gequatscht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder. Tüdelü!